Sehr schön, dass so viele Leute gekommen sind. Freut mich, dass Sie alle einen Platz gefunden haben. Die Folien sind auf Englisch, weil ich den Vortrag schon mal irgendwo gehalten habe. Und zwar vor einiger Zeit, als ich die Antrittsvorlesung an der JKU gehalten habe, vor einigen Monaten. Aber ich werde es auf Deutsch vortragen und auf den Folien steht eh nicht viel Text. Also wenn Sie kein Englisch können oder es soll Sie nicht abschrecken. Und zweitens ist es immer so, bei Vorträgen vor allgemeinem Publikum ist es immer sehr schwierig abzuschätzen, was der Level ist, auf dem man sich bewegen soll. Das hier ist ein eher niedrigerer Level. Ich nehme an, Sie werden das alles verstehen. Das kann natürlich dann sein, dass Sie am Ende nichts Neues gelernt haben, weil Sie alles schon wussten. Das ist immer dann die Gefahr dabei. Algebra und Algorithmen. Das ist ein Titel, den ich für den Vortrag gewählt habe. Als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie man das in einen Vortrag passen kann, ist mir eingefallen eine Situation, als ich selbst Student war in Karlsruhe. Ich habe Informatik studiert dort und wir hatten dort eine Vorlesung über Algorithmentechnik von einem gewissen Thomas Beeth, Professor Thomas Beeth, der leider nicht mehr lebt. Der hat eine sehr anspruchsvolle Vorlesung gehalten, unter der viele Studenten gelitten haben. Er hat also quasi, da waren 100 Studenten in dem Vortragssaal und er hat für die drei in der ersten Reihe gesprochen, also für die drei in der ersten Reihe und die anderen, die waren ihm ziemlich egal. Die fanden das dann natürlich nicht so lustig und irgendwann war dann die Stimmung etwas hochgekocht und es unterbrach ihn dann mitten in der Vorlesung jemand aus den hinteren Reihen. Und fragt Herr Beeth, das ist eine Vorlesung über Algorithmentechnik, warum sprechen Sie ständig über Algebra? Und Herr Beeth hat in der ihm eigenen Weise unnachahmlich geantwortet, Algorithmentechnik ist Algebra. Gut, das ist ein Statement, dem kann man zustimmen oder auch nicht. Man kann überlegen, ob es vielleicht besser passt, wenn man es umdreht. Algebra ist Algorithmentechnik. Das passt aber dann doch irgendwie auch so rum nicht so ganz. Also was ist jetzt Algebra? Was sind Algorithmen? Wenn ich Algebra höre, dann denke ich an sowas. Jetzt werden die meisten von Ihnen nicht wissen, was das bedeutet. Aber Sie können sich vorstellen, in der Algebra, da geht es um abstrakte Zusammenhänge zwischen abstrakten Räumen. Und dieses Diagramm da sagt aus, dass wenn Sie in einem Raum rechnen, der siebendimensional ist, dann ist es genau das gleiche, wie wenn Sie in einem achtdimensionalen Raum rechnen, wo die Punkte nicht isolierte Punkte, sondern so Fasern sind. Das ist ziemlich abstrus, das hat überhaupt nichts mit Algorithmen zu tun. Das ist einfach eine Frage der Struktur von solchen Räumen. Man lernt das dann im ersten Semester, Sie werden sich erinnern, und das ist der Homomorphiesatz oder eine Variante davon. Und umgekehrt, wenn man über Algorithmen nachdenkt, dann stellt man sich vielleicht so etwas vor, ein Algorithmus ist irgendwas, was ich in einen Computer eingebe, sodass der systematisch eine bestimmte Aufgabe lösen kann und man muss dem Computer alles erklären, der versteht nichts von alleine. Das hier ist zum Beispiel der Algorithmus, der ausgeführt wird, wenn Sie bei einem Fenster oben links in das Kreuzchen klicken. Dann haben Sie einen Close Request und dann schaut er, gibt es offene Dateien, zum Beispiel in einem Schreibprogramm oder so. Wenn nicht, okay, dann schließt er das Fenster. Wenn ja, dann nimmt er eine und fragt den Benutzer, soll ich das speichern? Und wenn ja, okay, dann speichert er und dann geht er wieder zurück und schaut, ob da weitere sind. Wenn nein, dann wirft er die einfach weg und schaut, ob weitere sind. Oder wenn er dann auf Abbrechen geht, dann geht er auf Abbrechen. Und es geht dann so lange, bis er entweder hier landet oder da landet, dann ist er fertig. Das ist das Prozedere, das passiert, wenn Sie oben links, oben rechts oder je nachdem auf das Kreuzchen klicken. Das ist ein Algorithmus und das hat überhaupt nichts mit Algebra zu tun. Man hat also Algebra und Algorithmen haben dann offenbar nicht mehr so viel miteinander zu tun. Aber das war früher anders. Wenn man ein bisschen in der Geschichte zurückgeht und sich fragt, wo diese Dinge herkommen, dann stellt man fest, dass es da einen gemeinsamen Ursprung gibt zwischen
Algorithmen und Algebra. Und man kann, wenn man will, sehr weit zurückgehen, zum Beispiel 2000 Jahre. Und dann ist man bei Euklid, griechischen Mathematiker oder Philosoph damals vielleicht noch, 300 vor Christus, der den sogenannten euklidischen Algorithmus entwickelt hat, mit dem man den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen feststellen kann oder berechnen kann. Der größte gemeinsame Teiler, das heißt, das ist die größte Zahl, wenn ich zwei Zahlen habe, die da reinpasst. Zum Beispiel bei 12 und 18 wäre das 6. 6 passt in 12, 6 passt in 18, aber es gibt keine größere Zahl, die auch in 6 und 8, in 12 und 18 passt. Und er weiß, wie man das ausrechnet, und das, was er da gefunden hat, ist eine Beziehung, und zwar eine solche, der sagt, der größte gemeinsame Teiler zwischen zwei Zahlen ist derselbe wie der größte gemeinsame Teiler zwischen zwei anderen Zahlen, wo ich hier eine zusätzliche Zahl reinschmuggeln kann, und die kann ich so wählen, dass das Problem, das hier zu berechnen, auf ein einfacheres zurückgeführt wird. Und das kann ich dann so oft wiederholen, bis hier eins steht, das so einfach ist, dass ich die Lösung direkt ablesen kann. Dann habe ich es jetzt quasi schon als Algorithmus erklärt. So wie es da steht, ist es aber einfach mal nur ein Satz. Da ist jetzt nichts, da steht nichts zum wir rechnen aus, sondern es steht für alle P, Q und U gilt. Insofern ist es ein Satz der Algebra oder der Zahlentheorie in dem Fall. Als Algorithmus würden Sie es vielleicht eher so schreiben: Solange Q nicht 0 ist, rechne ein geeignetes U aus und dann ersetze P Q durch irgendwas anderes, macht es so lange, bis es Q 0 ist, und wenn das Q 0 ist, dann ist P das Ergebnis. Das ist das Theorem von der vorherigen Folie als Algorithmus aufgeschrieben. Also es ist fair, dass man sagen kann, zu der Zeit, als Euklid das aufgeschrieben hat, der wird sich noch nicht die Gedanken gemacht haben, ob das, was er da gefunden hat, ein Theorem, ein Algebra oder ein Algorithmus ist. Das ist einfach für ihn noch dasselbe gewesen. Und man braucht aber gar nicht so weit zurückzugehen. Man kann viel jüngere Vergangenheit auch anschauen. Wir machen einen Sprung von 1000 Jahren, wir haben so viel Zeit nämlich nicht, um durch die gesamte Geschichte durchzugehen. Und wir springen 1000 Jahre und sind dann im Jahr 800. Dort ist auch dann etwas Bemerkenswertes passiert. Da gab es dann nämlich einen arabischen Mathematiker, der ein Rechenbuch geschrieben hat. Der hat ein Buch darüber geschrieben, wie man Gleichungen löst. Das ist der Titel des Buches. Den kann ich Ihnen nicht wörtlich übersetzen, weil ich kein Arabisch kann. Ich habe das aus Wikipedia kopiert. Aber ich habe das kopiert, weil es ganz bemerkenswert ist, dass in diesem Titel das Wort Algebra drinsteckt. Hier steht es. Das heißt irgendwie Balancieren von Gleichungen, habe ich mir sagen lassen. Da kommt das Wort Algebra her. Und auch das Wort Algorithmus hat hier seinen Ursprung, nämlich im Namen dieses Autors. Also das heißt, um die Zeit gab es auch noch keine Unterscheidung zwischen Algebra und Algorithmen. Das war damals auch noch dasselbe. Also was hat er gemacht? Der hat zum Beispiel solche Gleichungen betrachtet. Der hat damals also das Prinzip der Variable in Europa eingeführt. Vorher kannte man das hier noch nicht. Man hat also so eine Gleichung, 4x minus 5 ist gleich 3x plus 2 und will wissen, was ist x. Gut, okay, wie macht man das? Man balanciert die Gleichung so, dass alles mit x auf der einen und alles ohne x auf der anderen Seite ist. Zum Beispiel kann ich hier 3x auf beiden Seiten abziehen, dann steht x minus 5 gleich 2. Und dann noch plus 5 auf beiden Seiten und dann steht x gleich 7 und das ist die Lösung. Ja? Dann habe ich eine lineare Gleichung gelöst. Und jetzt können Sie wieder sehen, was ist das jetzt? Ist das jetzt Algebra oder ist es ein Algorithmus, der Gleichungen löst? Das ist immer noch in der Schwebe, es ist noch nicht zu unterscheiden. Was Al-Khwarizmi auch beschrieben hat, ist, wie man quadratische Gleichungen löst. Das ist die Formel für die Lösung der quadratischen Gleichung, die Sie sicher kennen oder zumindest schon einmal gesehen haben. Die erscheint auch in seinem Buch und ist in dem Buch auch quasi als Algorithmus beschrieben, weil er zwar die Erkenntnis hatte, dass das so zu lösen ist, er hatte aber noch nicht das moderne Formelwerkzeug. Das heißt, wie hat er das beschrieben? Er hat es als Algorithmus beschrieben. Das sah dann ungefähr so aus. Wenn a gleich 0, dann macht das. Und wenn das, dann gibt es das. Und dann gibt es eine Fall. Und dann sehen Sie, das sieht dann schon eher aus wie das, was wir heute unter einem Algorithmus verstehen.
Und wenn Sie wirklich in das Buch schauen, dann werden Sie sehen, das steht da noch viel länger. Die Beschreibung, die er gibt, ist viel komplizierter. Das liegt daran, dass er nicht nur keine Formeln kannte, sondern er wusste auch nicht, was negative Zahlen sind. Und dann, gut, es ist hilfreich, wenn Sie wissen, was komplexe Zahlen sind, dann wird die Formel einfacher. Wenn Sie das nicht wissen, wird es ein bisschen komplizierter. Wenn Sie aber nicht einmal wissen, was negative Zahlen sind, dann haben Sie statt 4 Fallunterscheidungen 19 Fallunterscheidungen. Und für alle die müssen Sie sich überlegen, was Sie dann machen. Gut, das hat er gemacht. Deshalb war das ein Buch, weil es war mit den damaligen Mitteln gar nicht so einfach, das zu machen. Aber jedenfalls, das ist Algebra und es ist auch ein Algorithmus und es gibt noch keine Unterscheidung. Und wir können, wenn wir wissen wollen, wo die Unterscheidung ist, nochmal einen Sprung von 1000 Jahren machen. Bis ins Jahr 1800, wo ich dann verschiedene interessante Entwicklungen übersprungen habe. Zum Beispiel, dass Al-Khwarizmi zwar quadratische Gleichungen, also Gleichungen vom Grad 2, lösen konnte, aber nicht vom Grad 3. Das passierte dann später. Da hat man eine noch kompliziertere Formel gefunden, von ähnlichem Typ, aber etwas komplizierter, für Gleichungen vom Grad 3 zu lösen. Und noch ein bisschen später Gleichungen vom Grad 4. Da gibt es auch eine Lösungsformel, die ist noch komplizierter. Okay, und dann kommt Galois. Da haben Leute dann sehr lange überlegt, wie geht das weiter, was ist die Lösungsformel für die Gleichungen vom Grad 5. Galois sagt, die gibt es nicht. Das ist dann ein negatives Resultat und damit endet diese Entwicklung dieser Formeln für polynomielle Gleichungen zu lösen. Und man kann in der Arbeit von Galois auch sehr genau festmachen, wo der Breakpoint ist, wo sich Algorithmen und Algebra auseinander dividieren. Wir haben gesehen, bis jetzt ist das alles noch dasselbe. Algorithmen heißt irgendwie systematisch ein Problem lösen und Algebra heißt irgendwas mit Gleichungen machen. Naja, was macht man mit Gleichungen? Man löst sie. Das ist also bis dahin noch dasselbe. Aber hier bricht es jetzt auseinander. Und Sie können das auf der Seite wahrscheinlich nicht erkennen. Ich werde es Ihnen hervorheben. Da. Sie können es vielleicht immer noch nicht erkennen. Das ist Französisch. Und das ist hier ein Manuskript, das er geschrieben hat. Und er hat es bei einem Verlag eingereicht, um es zu publizieren. Und hat es dann zurückbekommen, wie das so ist im wissenschaftlichen Betrieb, mit Anmerkungen, dass das und das nicht so ganz verständlich ist und er sollte das doch bitte überarbeiten. Und das ist jetzt in einem Pariser Archiv, irgendwo liegt das, seine Überarbeitung seines eigenen Manuskripts, das er zurückbekommen hat. Und das sieht man an der Stelle, die da ausgeschnitten ist, wie er durchstreicht, on peut trouver, und es ersetzt durch il y aura. Also on peut trouver heißt, man kann finden. Und das mag er nicht, das ist nicht ganz präzise. Es ist besser, wenn man sagt, es gibt. Und das ist der Punkt, wo die Sache auseinanderbricht. Da haben Sie jetzt Algebra, die nicht mehr algorithmisch ist. Wenn Sie nur noch die Frage stellen, gibt es eine Lösung zum Beispiel von einer Gleichung, ohne dass Sie die auch tatsächlich ausrechnen können, dann fragen Sie eine genuin algebraische Frage, die nicht mehr algorithmisch ist. So, und dann ist es natürlich so, wenn man da in dieser Zeit gelebt hat von Galois, da hat noch ein anderer sehr großer Mathematiker gelebt und meistens war das dann so, wenn man irgendwas Geniales gefunden hat, dann konnte man sicher sein, dass der andere es vorher hatte. Der andere ist Gauss und tatsächlich hatte er das ein bisschen vorher, aber er hat es nicht so deutlich gesagt, deshalb habe ich das andere zitiert. Gauss ist bekannt für eine ganze Reihe von Dingen, unter anderem für diesen Satz. Der sagt, jedes Polynom, also das hier ist ein Polynom, jedes Polynom, das nicht einfach nur konstant ist, das also wirklich ein x enthält und irgendeinen Grad hat, hat eine Lösung. Also das hier ist mathematische Formelsprache, das heißt, es gibt ein z in den komplexen Zahlen, also wenn Sie nicht wissen, was das ist, kein Problem, ist nicht so wichtig. Also das ist eine bestimmte Art von Zahlen. Es gibt eine Zahl, heißt das hier. Es gibt eine Zahl, sodass dieses Polynom
0 wird, wenn ich die Zahl für das x einsetze. Also das heißt, es gibt eine Lösung von der Gleichung, dieses ganze Ding ist gleich 0. Und zwar für jede Wahl von diesen p's. Sie können da 5, 7, 8, 9, 12 einsetzen und dann gibt es eine Lösung. Das ist der sogenannte Fundamentalsatz der Algebra. Okay. Er sagt nur, dass es die Lösung gibt. Er sagt nicht, wie wir sie finden. Und tatsächlich, man kann sie nicht einfach hinschreiben. Im Allgemeinen, manchmal geht das, wie wir das gesehen haben, bei der quadratischen Formel oder bei sehr einfachen, wenn es irgendwie ein Spezialfall ist, dann geht das. Aber im Allgemeinen kann man die Lösung nicht hinschreiben. Man kann aber zeigen, dass es sie gibt. Das ist das, was er hier getan hat. Okay, und dann bricht das da auseinander und Sie haben auf der einen Seite die on peut trouver Leute, das sind die Algorithmiker, und auf der anderen Seite haben Sie die il y aura Leute, das sind die Algebraiker. Da haben Sie dann also, ja, auf der einen Seite sowas, Algebra, und auf der anderen Seite sowas, Algorithms. Und das dehnt sich immer weiter aus. Und ja, das hier hat dann mit dem hier so gut wie gar nichts mehr zu tun. Nun ist das aber nicht ein sehr adäquates Bild, weil ein besseres Bild ergibt sich, wenn Sie sich vorstellen, dass es da einen fließenden Übergang gibt zwischen den Dingen, die sehr algorithmisch sind und nichts mehr mit Algebra zu tun haben, und den Dingen, die sehr algebraisch sind und nichts mehr mit Algorithmen zu tun haben. Da gibt es einen fließenden Übergang und das super Interessante ist das, also für mich, das, was hier in der Mitte passiert. Das ist mein Forschungsgebiet, das nennt sich Computeralgebra. Okay. Das ist, wenn Sie mit Algorithmen algebraische Probleme lösen. So, jetzt will ich Ihnen was über Computeralgebra erzählen. Nun ist es aber so, wenn Sie was über Algebra erzählen wollen, dann ist das immer sehr abstrakt. Und wenn ich gewusst hätte, dass so viele Leute aus meiner Vorlesung da sind, dann hätte ich auch ein etwas anspruchsvolleres Thema wählen können. Aber wie gesagt, man weiß immer nicht, wer zu solchen Veranstaltungen kommt und deshalb ist man eher auf der sicheren Seite, wenn man was ganz Elementares macht. Ich werde deshalb etwas erzählen über die einfachste algebraische Operation, die es überhaupt gibt. Das ist Plus. Okay, Plus ist zu einfach. Ich werde Ihnen was erzählen über die zweiteinfachste algebraische Operation. Das ist Mal. Das ist schon interessanter. Über Mal kann man durchaus reden. Und zwar kann man sich fragen, was ist die schnellste Möglichkeit zu multiplizieren? Schauen wir mal an, was heißt das, multiplizieren? Multiplizieren geht so, falls Sie es nicht mehr wissen, hier ist eine Erinnerung. Also Sie haben hier, wir nennen das hier ein Polynom, Polynom vom Grad 2. Das ist auch ein Polynom und jetzt wollen wir das ausmultiplizieren und Sie werden sich erinnern, wie das geht. Ich muss jedes von diesen Termen, das sind drei Terme, muss ich mit jedem von denen hier kombinieren. Das mal dem gibt dann einen Teil des Ergebnisses, also das mit dem gibt das und dann das mit dem gibt das, das mit dem gibt das und dann alle mit dem zweiten hier, der, der und der und dann nochmal alle mit dem hier, 1, 2, 3, gut. Dann ist das das Ergebnis, aber man kann es noch ein bisschen aufräumen, weil hier steht zum Beispiel x² und hier steht 4 mal x², die kann ich zusammenzählen, dann sind das 5x². Das machen wir noch. Also haben wir hier einmal x hoch 4 und dann einmal x hoch 3, die beiden zusammen. Und dann, ah ja, da ist noch einer, insgesamt minus x² plus 10 mal x plus 4. Und das ist dann wirklich das Ergebnis. Also, das wollen wir ausrechnen und wir wollen uns fragen, wie lange dauert das? Was kostet das? Natürlich können Sie sich vorstellen, selbst wenn Sie noch nie ein Programm geschrieben haben oder wenn Sie nicht wissen, was ein Algorithmus oder wie ein Computer funktioniert, Sie können sich vorstellen, das ist ein Problem, das kann ein Computer lösen. Da brauchen Sie jetzt keine Kreativität dafür, sondern da müssen Sie sich überlegen, wie programmiert man das? Man muss vielleicht wissen, man muss ein bisschen Programmierkenntnis mitbringen. Aber ansonsten ist das keine große Aufgabe. Okay, in der Tat kann der Computer das und schauen wir mal, wie lange er braucht. Ich habe hier eine Stoppuhr. Um das auszurechnen, braucht der Computer wie lange? Schauen wir mal. Okay, das war jetzt ungefähr eine Sekunde. Und
Er hätte weniger Zeit gebraucht für das vorherige Problem, weil das kleiner war. Ich werde Ihnen auf der nächsten Folie eins zeigen, mit was größer ist. Dafür wird er dann länger brauchen. Also merken Sie sich, für das hier hat er eine Sekunde gebraucht. Und auf der nächsten Folie ist jetzt ein doppelt so großes Problem. Und wie viel mehr Zeit wird er brauchen für das doppelt so große Problem? Das wollen wir verstehen. Also, hier ist das doppelt so große Problem und das dauert. Zack. 4 Sekunden. Eine Verdoppelung der Problemgröße führt zu einer Vervierfachung der Laufzeit. Das ist schlecht. Wir hätten gerne, dass eine doppelte Problemgröße nur doppelt so viel Laufzeit braucht. Aber hier, das, also wenn man es wirklich so macht, wie es im Buch steht, dann haben wir also zumindest experimentell festgestellt, eine Verdoppelung der Problemgröße führt zu einer Vervierfachung der Laufzeit. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass das schlecht ist, weil wenn Sie das jetzt noch ein paar Mal verdoppeln, dann wird die Laufzeit noch ein paar Mal vervierfacht, dann dauert das ziemlich bald, ziemlich lang. Okay, also wie lange dauert es, wenn ich zwei Polynome multipliziere, die den Grad n haben, wo n eine Variable ist, und wenn ich n immer größer werden lasse, dann wird die Laufzeit immer größer in Abhängigkeit von n. Und zwar wie? Man sagt quadratisch. Wenn Sie sich vorstellen, dass n ist irgendwas und Sie ersetzen das n durch 2 mal n, dann werden Sie 2 Quadrat mal n Quadrat haben und 2 Quadrat ist 4. Das ist dann die Vervierfachung, die wir im Experiment gesehen haben. Okay, so, wenn Sie jetzt ein bisschen drüber nachdenken, ob das vermeidbar ist, ob das optimal ist, ob es nicht auch besser geht, werden Sie vielleicht sehr bald das Gefühl bekommen, dass es nicht besser geht. Weil Sie müssen ja jedes von der einen Seite mit jedem von den anderen, von der anderen Seite kombinieren. Und wie viele Kombinationen gibt es? Es gibt n Quadrat Kombinationen, die müssen Sie alle ausrechnen. Es kann nicht schneller gehen. Könnte man meinen. Stimmt aber nicht. Es geht doch schneller. Das war sehr überraschend. In den 60er Jahren hat jemand festgestellt, dass es schneller geht. So, wie geht das? Das will ich Ihnen erklären. Das geht so. Und zwar ist die Idee, dass man die Multiplikation von zwei großen Polynomen zurückführt auf nur 3 Multiplikationen der halben Länge. Und dann kann ich erwarten, dass wenn ich die Problemgröße verdopple, dass dann die Laufzeit sich nur verdreifacht und nicht vervierfacht. Okay? Gut, wie machen wir das? Nehmen wir an, wir haben 2 lange Polynome und ich teile die in der Mitte auf, sodass hier, also das sollen, insgesamt sollen das Polynome sein vom Grad 2n. Das kriege ich, indem ich hier sage, das hier ist an sich schon 1 vom Grad n und das hier ist nochmal 1 vom Grad n. Und ich habe die so miteinander gruppiert, dass hier die kleinen Terme stehen und dann hier die größeren Terme, aus denen ich das x hoch n rausziehen kann. Okay, können Sie sich das vorstellen? Und hier genauso. Also ich habe das Polynom in der Mitte aufgetrennt und gesagt, hier sind die kleinen Terme und hier sind die großen Terme. Und aus den großen kann ich das x hoch n rausziehen, dann stehen hier wieder kleine. Und wenn ich das jetzt multipliziere miteinander, dann ist es wurscht, was diese Blöcke sind. Die kann ich einfach so behandeln, wie wenn das Zahlen wären. Das geht ganz genauso. Also ich muss das ausmultiplizieren. Dieser ganze Block hier mit dem Block, das ist eine Multiplikation. Und dann der mit dem. Und dann der mit dem. Und dann der mit dem. Okay. Und dann muss ich, also was habe ich dann gemacht? Ich habe dann erreicht, dass ich die Multiplikation, eine Multiplikation, der Größe 2 mal n, zurückgeführt habe auf 4 Multiplikationen der halben Größe. Damit habe ich jetzt noch überhaupt gar nichts gewonnen, weil das sagt ja, wenn ich jetzt die Problemgröße verdopple, dann vervierfacht sich die Laufzeit. Das ist genau das, was wir experimentell vorher gesehen haben. Das sieht man hier dann schön. Das sind 4 Multiplikationen, 1, 2, 3, 4 von Problemen der halben Länge. Das heißt, eine Verdopplung der Problemgröße würde eine Vervierfachung der Laufzeit mit sich bringen. Das ist also, ich habe genau das gleiche gemacht wie vorher, ich habe es nur in einer anderen Reihenfolge gemacht, dadurch ist noch nichts gewonnen. Aber man kann es jetzt auch anders machen. Und zwar kann ich mir 3 Hilfspolynome ausrechnen. Und zwar nehme ich hier U soll sein der hier mit dem. Das ist eine Multiplikation der halben Länge. Und V, dann nehme ich den hier mit dem,
Okay, weil den einen brauche ich hier, den anderen brauche ich hier und jetzt brauche ich diese beiden noch. Aber ich will jetzt nur noch eine Multiplikation machen. Eine Multiplikation und der Trick ist jetzt, ich nehme das. Ich nehme zuerst nur eine Addition, ich nehme das hier plus das und nehme das mal mit dem plus dem. Also das hier ist a0 plus a1, das ist das plus das, ohne das x hoch n hier. Und das hier ist das plus das. Und dann mache ich eine Multiplikation, die ist auch, das ist auch eine Problemgröße, der halbe Problemgröße. Dann habe ich drei Multiplikationen gemacht, das, das und das. Und ich sage jetzt, aus dem kann ich das, was ich will, rekonstruieren. Und zwar muss ich mir dann überlegen, was ist das jetzt eigentlich, was habe ich da jetzt ausgerechnet, was ich da ausgerechnet habe, das kann ich mir überlegen, was das ist, indem ich es mal formal ausmultipliziere. Dann kommt wieder das hier raus, das kennen wir schon. So, und jetzt kann ich schauen. Der hier, das haben wir schon gesehen, der ist das, klar. Der hier ist das, auch klar. Und die beiden, die brauche ich nicht einzeln, sondern ich brauche nur deren Summe, weil hier ein x hoch n steht und da ein x hoch n. Das heißt, die beiden, die kann ich zusammenfassen. Wenn ich die auf einen Schlag kriege, das wäre okay. Also den brauche ich einzeln, den brauche ich einzeln, aber die hier sind gleich. Das heißt, die sind auf der gleichen Höhe. Die kann ich in einem Schlag ausrechnen und die stehen hier drin. Da stehen sie zusammen multipliziert und zusammen addiert, der und der. Das Einzige, was hier jetzt noch stört, ist, dass das hier dabei ist und das dabei ist. Aber es macht nichts, weil was das ist, das wissen wir ja, das ist der, den haben wir auch ausgerechnet, das ist das U. Und den hier kennen wir auch, das ist der. Das heißt, die kann ich einfach abziehen und dann habe ich genau das, was ich brauche. So. So. Das heißt, ich kann dieses Problem hier zurückführen auf drei Probleme halber Größe, indem ich U, V und W ausrechne und dann U hier hinschreibe und hier in die Mitte schreibe ich W minus U minus V und V. Okay? Okay. Das müsste dann jetzt schneller gehen. Sind Sie auch der Meinung, dass das schneller gehen müsste? Dann schauen wir mal, ob es schneller geht. Also ich nehme, das ist das gleiche Polynom wie vorher. Es wird jetzt nach diesem Verfahren nochmal multipliziert. Es sollte das gleiche rauskommen und es sollte schneller sein. Schauen wir mal. Aha. Das hat jetzt 5 Sekunden gedauert. Das hätte nicht sein sollen. Warum ist das? Ja, das ist, weil wir haben Multiplikationen eingespart. Das ist richtig, das war ja auch unser Ziel. Aber wir haben uns die erkauft. Wir haben die nicht umsonst gekriegt, sondern wir haben für die wenigeren Multiplikationen mehr Additionen gemacht. Und Additionen kosten auch Zeit. Das heißt, das Verfahren bringt so jetzt noch nichts, sondern es ist nur ein etwas weniger, das einem etwas mehr gegenübersteht. Aber es hilft was, wenn man das jetzt immer weiter in sich selbst, also wenn man ein ganz großes Problem hat und reduziert das auf 3 kleinere, die reduziert man dann auch wieder auf 3 kleinere und die reduziert man auch wieder auf 3 kleinere, so lange bis man bei was ganz Kleinem ist. Das kann man natürlich nur machen, wenn man mit was ganz Großem startet, ansonsten ist man sofort bei was Kleinerem, aber wenn man wirklich mit was ganz Großem startet, sodass man Platz hat, das mehrmals anzuwenden, dieses Verfahren, dann bringt das was. Weil die Zahl der Multiplikationen, so wie wir das konstruiert haben, jetzt langsamer wächst und die Zahl der Additionen bei ganz großen Problemen nicht mehr ins Gewicht fällt. Also bei dem Kleinen gewinnt das noch nicht, aber beim Großen gewinnt es dann. Und das, was diese Tabelle hier sagt, ist, das gilt für große n. Wenn n ganz groß ist, dann ist das hier besser als das. Okay. So, und jetzt ist das aber immer noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es geht noch weiter. Das also ist, wie gesagt, 60er. Das ist das, was man da gerade noch so aus dem Stand erklären kann. Und es gibt dann Leute, die sich dann nachdem das publiziert wurde, das nochmal genauer angeschaut haben und die kamen dann darauf, es geht noch viel, viel schneller. Und ich will jetzt nicht diese einzelnen Formeln hier erklären, aber das Endresultat ist, man kann es im Wesentlichen, die Logs, die sind klein, vergessen Sie die, man kann es im Wesentlichen so machen, dass es nur n kostet. Das bedeutet, dass eine Verdopplung der Problemgröße tatsächlich auch nur ein bisschen mehr als eine Verdopplung der Laufzeit
mit sich bringt. Natürlich nur, wenn n ganz groß ist. Und das war für viele Jahre der Weltrekord. Niemand wusste, geht das vielleicht noch besser. Kürzlich hat es eine Verbesserung gegeben, einem Schweizer Mathematikerkollegen, der Wert darauf legt, dass sein Name ohne H geschrieben wird. Der hat noch eine Verbesserung von dem hier gebracht, aber im Wesentlichen ist es auch n und das hier ist jetzt nur noch von theoretischem Interesse. Und das ist dann nochmal verbessert worden, und zwar vor 2 Jahren auf unserer großen Computeralgebra-Konferenz. Und da stehen wir im Moment. Und wenn jemand weiß, wie es noch besser geht, das wäre sehr interessant, das zu wissen. Gut, jetzt will ich Ihnen als Nächstes zeigen, das hier sind theoretische Resultate. Das sagt, wenn n ganz groß ist, dann ist jeweils das untere besser als das vorherige. Es sagt aber nicht, was heißt denn ganz groß? Also ab wann merkt man das denn mit der Stoppuhr? Das will ich Ihnen jetzt zeigen. Und zwar zeige ich Ihnen, das ist die Zeit, die ein bestimmtes Mathematikprogramm braucht, um Polynome miteinander zu multiplizieren. Sie haben hier das n auf der Seite und hier auf der Seite die Zeit, die es braucht. Und dann sehen Sie, das hier sieht ein bisschen so aus wie n². Und das legt den Verdacht nahe, dass dieses Programm hier den naiven Algorithmus anwendet, den wir ganz am Anfang händisch durchgeführt haben und den Sie aus der Schule kennen. Warum macht das Programm das? Es könnte doch den Karatsuba-Algorithmus verwenden, den ich Ihnen dann anschließend erklärt habe, oder einen aus der Liste, die noch besser sind. Macht es nicht. Warum? Weil, ich habe Ihnen ja gesagt, diese anderen Algorithmen, die sind erst für sehr große n, Problemgrößen n, interessant. Und was heißt jetzt sehr groß? Und da war die Lehrmeinung für viele Zeit, dass sehr groß erst hier ist. Und dann macht es natürlich keinen Sinn. Dann ist das plausibel, dass man den hier verwendet, weil der ist halt in dem Bereich noch der Beste. Und erst bei größeren Problemgrößen schlagen die anderen zu. Und das haben dann viele Leute voneinander abgeschrieben und einige haben es auch geglaubt und andere haben es nicht geglaubt und haben die anderen Algorithmen ausprogrammiert und sich da sehr viel Mühe gemacht, weil das nicht so leicht zu programmieren ist, wenn es wirklich schnell sein soll. Und ich zeige Ihnen jetzt den gleichen Graph für ein anderes Programm, ein anderes modernes Mathematikprogramm. Wie viel Zeit braucht das zum Multiplizieren? Das sehen Sie jetzt hier. Das ist die grüne Linie. Das sieht quasi so aus, als würde das überhaupt gar keine Zeit brauchen. Sie erhöhen die Problemgröße immer größer, 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 größer und es braucht überhaupt keine Zeit. Ja, das ist spektakulär, oder? Also ich finde es toll. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber also ich finde das spektakulär. Ich werde Ihnen da jetzt mal reinzoomen, damit Sie sehen, das ist natürlich nicht genau die Nulllinie. Der wächst auch. Wenn das Problem größer wird, dann braucht der mehr Zeit. Aber die Zeit, die der mehr braucht, fällt gegenüber dem hier überhaupt gar nicht ins Gewicht. Sie müssen da viel weiter reinzoomen hier. Und dann sehen Sie, ja okay, der wächst natürlich auch. Und der wächst quasi linear. Das ist jetzt keine Parabel mehr, die so abhaut, sondern das ist im Wesentlichen eine gerade Linie. Also eine Verdoppelung der Problemgröße ist im Wesentlichen eine Verdopplung der Laufzeit, aber nur, also da müssen Sie auch so weit reinzoomen, dass Sie bei dem gar nicht mehr sehen, wie lange der braucht. Und dann ist das natürlich praktisch, weil mit dem, bitte? Bitte was? Das ist jetzt eine Hundertstelsekunde hier. Das ist eine Hundertstelsekunde. Und das ist Problemgröße 10 hoch 4. Also Grad 10 hoch 4. 10.000. Und ich werde jetzt dann nochmal zoomen in diese Richtung, weil mit dem das skaliert, da können Sie noch größere Polynome betrachten, bis zum Grad 10 hoch 7. Das ist also wirklich was, das wollen Sie nicht mehr von Hand berechnen. Und es braucht dann ungefähr 10 Sekunden. Da kann man schon noch drauf warten. Also auf den kann man warten. Auf den hier wollen Sie nicht warten. Das kann man ungefähr abschätzen. Hier hinten würde der gelbe etwa 1 Million Jahre brauchen, um das auszurechnen. Der grüne braucht nur 10 Sekunden. Das ist also durchaus besser. Okay? Gut. Jetzt habe ich dieses Diagramm vor ein paar Jahren gemacht und habe das öfter vorgetragen, auch auf wissenschaftlichen Konferenzen und mich immer gefragt, warum die Leute, die dieses Programm schreiben, nicht endlich auch einsehen, dass sie
das hier verwenden sollen, also das, die schnelleren Algorithmen, auch wenn sie mühsam zu programmieren sind, aber das zahlt sich aus, wie man das sieht. Bevor ich den Vortrag gemacht habe, habe ich dann nochmal neu die Zeit genommen und dann stellte sich raus, inzwischen haben sie es eh eingesehen. Also mit einer neueren Version sind sie eh hier. Also das nimmt nicht mehr diesen Senkrechtstart, diese Parabel, sondern das nimmt das neuere Mathematiker, nimmt auch einen schnelleren Algorithmus. Es ist nicht ganz so schnell wie der, aber es ist nur noch doppelt so lang. Okay, das ist nicht so schlimm. Ob ich 10 Sekunden oder 20 Sekunden warte, okay, das ist nicht so schlimm. Aber 10 Sekunden und 1 Million Jahre, das ist ein großer Unterschied. Was jetzt aber die Mathematikerleute immer noch nicht verstanden haben, ist, wir multiplizieren ja nicht einfach nur, weil Multiplizieren so schön ist, sondern wir multiplizieren, weil Multiplikation eine fundamentale mathematische Operation ist und alle anderen mathematischen Operationen sich auf Multiplikation zurückführen lassen. Und deshalb würde man erwarten, wenn ich einen schnellen Multiplizierer habe, dann geht alles andere auch schneller. Nur das ist aber leider nicht so. Denn leider ist es so, dass wenn man Dinge ausrechnet, dann passieren meistens, wenn man es so macht, wie es einem als erstes einfällt, passieren viele kleine Multiplikationen. Ja, aber dann sparen wir nichts, weil der hat ja nur dann einen Vorteil, wenn der Input groß ist. Das heißt, was Sie machen wollen, was Sie machen müssen, um davon zu profitieren, ist, Sie müssen Ihre Rechnung so umorganisieren, dass Sie statt vieler kleiner Multiplikationen wenige große haben. Und dann schlägt der hier durch. So nehmen wir zum Beispiel eine andere Operation, GCD, da ist das Mathematiker 10, hängt wieder völlig ab, weil das zwar jetzt schnell multiplizieren kann, es kann es aber nicht ausnutzen, weil diese GCD-Operation, egal was das jetzt ist, nicht so programmiert ist, dass es viele es ist so programmiert, dass es viele kleine Multiplikationen macht und nicht so, dass es wenige große macht. Genau, und dann mit dem anderen Programm können Sie jetzt wieder ewig weitergehen bis zum Grad 10 hoch 7 und der andere, auf den wollen Sie dann nicht mehr warten. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, jetzt zeige ich Ihnen noch eine andere Multiplikation, und zwar die Multiplikation von Matrizen. Da haben Sie so ein ähnliches Problem, ich erzähle Ihnen zuerst, was das ist. Also eine Matrix ist so eine Tabelle von Zahlen. Das hier ist, man sagt, eine 2×2-Matrix, 2×2. Und da gibt es jetzt auch eine Multiplikation von solchen Objekten, in einer Weise, dass da wieder eine Matrix rauskommt. Okay, und das geht so. Man muss um diese, also das Ergebnis hat wieder 4 Zahlen, 4 Einträge. Und um den hier zu bestimmen, oben links, muss ich die erste Zeile, weil das hier die erste Zeile ist, die erste Zeile von der nehmen und die erste Spalte von der, weil das hier auch in der ersten Spalte steht. Also das ist erste Zeile, erste Spalte, also nehme ich hier erste Zeile, erste Spalte und nehme immer 2 einander entsprechende miteinander mal. Also 1 mal 6 und 4 mal 3, das sind 2 Zahlen, die addiere ich und das schreibt das Ergebnis dahin. Also machen wir das mal. Okay, erste Zeile, erste Spalte, 1 mal 6 plus 4 mal 3 ist 18. Und genauso mit den anderen. Das ist jetzt erste Zeile, zweite Spalte. 1 mal 1 plus 4 mal 2 ist 9. Und dann zweite Zeile, erste Spalte. Zweite Zeile, zweite Spalte. So. Das ist eine ganz andere Art zu multiplizieren. Die ist aber auch sehr wichtig in der Geometrie zum Beispiel. Und für uns ist jetzt wieder die Frage, wie lange dauert das, wenn ich das Problem größer mache? Schauen wir mal. Also das ist jetzt eine 3×3-Multiplikation. Wie lange dauert die? Das war wieder ungefähr 1 Sekunde. Und wir verdoppeln jetzt die Problemgröße. Also statt 3 mal 3 nehme ich jetzt 6 mal 6. So, Moment. Moment, wie ging das? Moment, ich bin sofort zu weit. So, jetzt 6 mal 6. Acht Sekunden.
Also eine Verdopplung der Problemgröße bei dieser etwas komplizierteren Multiplikation ist eine Verachtfachung der Laufzeit. Das ist also noch schlimmer als vorher. Im allgemeinen Fall sagt man dann, das hat kubische Komplexität. Das, wo vorher n Quadrat stand, steht jetzt n hoch 3. Und das heißt also, wenn Sie hier statt n zweimal n einsetzen, dann müssten Sie 2 hoch 3 rechnen. 2 hoch 3 ist 8. Eine Verdopplung der Problemgröße gibt eine Verachtfachung der Laufzeit. Und das ist natürlich noch unangenehmer als das vorherige. Also am liebsten hätten wir hier n. Wir haben da jetzt n Quadrat, aber es, n hoch 3. Aber es passiert ungefähr das Gleiche wie vorher. Und zwar gibt es jetzt andere Algorithmen seit den 60ern, die sich darum bemüht haben, diesen Exponenten da oben kleiner zu machen. Und zwar zunächst ein kleines Stück. Das funktioniert übrigens so ähnlich wie das, was ich Ihnen erklärt habe. Und dann im Laufe der Zeit bis 1990 war das dann der Weltrekord. Und dann passiert wieder eine lange Zeit nichts, bis kürzlich. 2010 ging es weiter, 2011, und der Weltrekord auf der gleichen Konferenz, durch einen abstrusen Zufall wie das andere, der Weltrekord für diese Multiplikation auch wieder 2014 auf der ISAC. Und Sie sehen also, dass da tut sich nicht mehr viel. Ich habe das hier unterstrichen. Der Unterschied ist nur hier in den letzten Stellen im Exponenten. Also das heißt, der hier ist nicht, der ist nur ein ganz klitzekleines Stück besser als der. Aber ist besser. Und das reicht. Bei so Konferenzen gibt es immer einen Preis für das beste wissenschaftliche Resultat. Normalerweise kriegt man das, also wenn man Polynommultiplikation verbessert, kann man einigermaßen sicher sein, dass man den Preis kriegt, weil das ein klassisches Problem ist und viele Leute daran interessiert sind. Ja, die anderen hatten Pech, weil wenn in der gleichen Konferenz auch jemand Matrixmultiplikation verbessert, dann kriegt der den Preis. Deshalb hat der den Preis nicht gekriegt. Aber es ist jetzt auch wieder so wie vorher, das gilt alles nur für große n. Und ich habe Ihnen gesagt, bei der Polynommultiplikation war das dann so, dass die Leute lange dachten, große n, das ist so groß, dass da kommen wir nicht hin. Und da habe ich Ihnen gezeigt, na, in Wirklichkeit ist es doch relevant. Es ist wirklich schneller, auch mit der Stoppuhr. Bei Matrizen ist es jetzt nicht ganz so. Also bei Matrizen ist es jetzt wirklich so, der hier, okay, da kommen wir in den Bereich von Problemgrößen, wo der wirklich besser ist als der Naive. Aber alle anderen sind wirklich nur von theoretischem Interesse. Da muss das N so groß sein, bevor die einen Vorteil bringen. Die passen nicht mehr, da sind unsere Computer zu klein dafür. Also das hier bringt alles nichts, bis auf Weiteres. Das hier bringt schon was, aber nur ein ganz bisschen, weil, naja, 2,8 ist nicht wesentlich weniger als 3. Ich zeige Ihnen das hier. Okay, das ist auch noch so eine Sache. Also da sehen Sie, dass das haut ab, weil das ist hoch 3. Also in Wirklichkeit ist das hier schon der schnelle Algorithmus und das ist der langsame. Warum ist der jetzt trotzdem drunter? Ja, das ist, weil ich das auf einem Parallelrechner gerechnet habe und der hat sich nicht an die Spielregeln gehalten und hat alle Prozessoren des Rechners verwendet und deshalb sieht das so aus, als wäre der schneller. In Wirklichkeit ist der nicht schneller, in Wirklichkeit gehört der dahin. Gut, da will ich aber jetzt nicht mehr drauf eingehen. So sollte es in Wirklichkeit aussehen. Sie sehen, dass wenn Sie etwas anderes rechnen, was Matrixmultiplikation verwendet, da ist Mathematiker dann langsamer, wie sich das gehört. Und Sage ist auch nicht so schnell, wie wir das gerne hätten, weil wir mit Matrixmultiplikation das noch nicht so ganz verstanden haben, wie das am besten funktioniert. Gut, dann habe ich Ihnen was erzählt über Polynomial Arithmetik, das war das mit der Polynommultiplikation, und über lineare Algebra, das war das mit der Matrixmultiplikation. Und das sind zwei Teilgebiete der Computeralgebra, von denen ich immer am Anfang erzählt habe, dass das mein Forschungsgebiet ist. Es gibt noch einige weitere Gebiete der Computeralgebra, die auch alle sehr interessant sind, auf die ich aber jetzt nicht eingehe. Computeralgebra, und dann könnte ich jetzt noch sagen, was die Nachbargebiete der Computeralgebra sind, mache ich aber nicht, sondern ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schließe den Vortrag.